Also mein Name ist Christiane Göldner. Ich bin jetzt 31 Jahre und wurde in Frankfurt-Oder geboren. Also ich wusste, als ich Mutter wurde, dass es ziemlich tragisch ist für mich. Ja, man denkt, das Leben ist vorbei. Just 3 years after a climbing accident left her paralyzed, Christiane has rediscovered her passion for life, thanks in no small part to the joys of motherhood and the fulfillment of a loving relationship. Was ganz wichtig war für mich zu dem Zeitpunkt, war, dass die Familie da war, dass meine Freunde da waren, die mich wirklich durch diese Schwere getragen haben. Ja, man kommt Stück für Stück dort raus, also man weiß, dass es weitergeht, obwohl jeder Tag trotzdem immer noch ein Kampf ist. Mutter zu sein ist die größte Herausforderung, die man, glaube ich, im Leben hat. Also es ist was absolut Wunderbares. Und ich bin jeden Tag glücklich, wenn ich ihn sehe und anfassen kann und ihm Hilfestellung geben kann, sich zu entwickeln. Das Gesamtpaket ist eigentlich das Glück, was man hat. Also ja, man ist glücklich. Ich glaube, was darüber steht, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Es sind die kleinen Dinge, die einen manchmal vor große Barrieren stellen. Also es geht einfach schon damit los, wenn man ihn jetzt zum Beispiel in einen Stuhl setzen möchte und man es nicht kann, wenn man die Rückenmuskulatur nicht hat. Ne? Also es muss halt jemand da sein, der einem dabei hilft. Und ich komme gut mit ihm zurecht. Ich kann ihn auch aus seinem Bettchen heben und ihn durch die Gegend transportieren. Aber wenn ich jetzt draußen bin, auf der Straße, wird es problematisch. Also das kann ich alleine nicht. Ich kann ihn auch nicht alleine ins Auto setzen. Da muss mein Partner halt dann zur Seite stehen. Aber es ist dann halt so, man teilt sich dann die Aufgaben und dann geht das auch alles. Meine Inspiration hole ich mir schon, wenn ich draußen im Park sein kann und die Sonne sehe und die frische Luft atmen kann. Also das ist für mich schon so, dass ich sage, oh, das ist schon super schön. Also, und natürlich gehört auch die Eigenmotivation ganz stark dazu, dass man immer jeden Tag trotzdem sagt, es ist nicht einfach, aber man kann es schaffen und man kann immer noch die schönen Dinge im Leben betrachten.